Hallo bei einer neuen Folge. Heute möchte ich mal etwas von meiner Schule erzählen, was ich so mit meinen Schülern mache. Und das hat tatsächlich einen Bezug zur Fotografie. Also, ich habe da in der Schule, der Pauli kann es bestätigen, ein Fach, das heißt digitale Welt. Und da mache ich jetzt Grafikbearbeitung, arbeiten mit Vinylcutter, Inkscape, Lasercutter, 3D-Drucker, Audiobearbeitung, Podcast aufnehmen, Videobearbeitung, alles Mögliche machen wir da. Und ein Punkt davon ist Fotografie. Und da habe ich mir halt überlegt, ich zeige meinen Schülern, woher das mit der Fotografie kommt und warum manche Dinge so heißen, wie sie heißen. Und da habe ich mir gerade überlegt, ich zeige ihnen ein paar von meinen analogen Schätzchen und lasse sie damit fotografieren. Und wie ich das angekündigt habe, habe ich auch gesagt, und da werden wir dann einen Film einlegen. Und da war schon die erste Verwirrung da. Moment, einen Film einlegen? Einen Film schaue ich mir im Kino an oder auf Netflix. Was tue ich da wie wo einlegen? Und da hat sich dann gleich herausgestellt, was das ist, war ihnen nicht bekannt. Und was dann da so rausfällt, das war ihnen noch weniger bekannt. Und dann habe ich gesagt, das da ist der Film. Und ungefähr probiert zu erklären, wie denn das funktioniert. Ganz haben sie es da noch nicht sich vorstellen können, was denn da passiert. Und vor allem, warum das so also komisch ausschaut. Ich habe es ihnen dann so erklärt, das ist so wie eine Speicherkarten. Hat eine Speicherkapazität von 36 Bildern. Und die kann man auch überschreiben. Allerdings hat man nachher nicht das neuere Bild über dem alten, sondern beide zugleich. Das war also mal die erste neue Erkenntnis. Dann habe ich ihnen gezeigt, vier von meinen Schätzchen. Da war einmal die Kodak Retinette. Das haben sie ganz absurd gefunden, wie das ausschaut. Keine Ähnlichkeit mit irgendwas Bekannten. Dann habe ich gehabt diesen Klotz da. Eine Praktika Super DL. Das war schon wie aus einer anderen Welt für die Kinder. Ja, ich kann das da mit dem Gehäuse da gar nicht so herumliegen lassen. Dann war die Praktika Super DL 1000. Der hat sie fasziniert wegen diesem genoppten Bezug da und auch weil dieses Ding da vorne so wie ein Zebrastreifen ausschaut. So was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und dann war da noch die da im schwarzen Anzug eine Praktika MTL 5B. Die haben sie auch ziemlich faszinierend gefunden, weil das ja so ein riesiger Klotz ist. Ja, und dann haben sie sich entscheiden dürfen, mit welchen Kameras fotografieren sie. Und die eine Gruppe hat sich dann entschlossen, das schaut am futuristischsten aus für sie. Und die andere Gruppe hat die da, die MTL 5B genommen. Ja, und dann ist losgegangen. Etwas, was sie bei den Kameras gar nicht kennen, das ist, dass man das aufmachen kann und dass dann da nichts drinnen ist. Aber da habe ich ihnen schön zeigen können, wie das da so mit dem Verschluss funktioniert, wie der da aufgeht und wieder zugeht. Und ich habe das auch zeigen können mit der Blende, wie groß da die Öffnung nachher ist, die da durch, wie groß da die Öffnung ist, durch die das Licht da durchgeht. Ja, und dann haben wir da den Film eingelegt. Dann war da ein Geräusch, mit dem haben sie überhaupt nichts anfangen können, nämlich das da. Und da ist ihnen dann das erste Mal klar geworden, was ich damit gemeint habe. Man macht ein Bild und dann muss man den Film aber weiterziehen, dass er da Platz fürs nächste Foto hat. Der Effekt war dann beim Fotografieren oft für mich zum Zuschauen recht lustig, weil, ha, so, zack, da ist ja nichts da hinten oben. Und das zweite war dann, wenn ich schon gesehen habe, nein, ich habe euch ja gezeigt, das muss man scharf stellen, da ist kein Autofokus drauf. Ja, da muss man da, hoppala, das geht gerade ein bisschen schwergängig da. Ja, aber da muss man wirklich händisch scharf stellen. Die Kamera hat ja, wenn ich so durchschaue, so einen Schnittbildindikator in der Mitte und den Mikroprismenring außen rundum und um. Mit dem kann man da recht gut scharf stellen, das schaffen die Kinder auch. Jetzt ist er weg. Und auch bei der zweiten Gruppe war genau der gleiche Effekt. Gell? Sie haben das erste Mal gesehen, was das heißt,
Verschlusszeit, Blende und aufziehen. Das haben sie öfters vergessen und dann ist halt so der Effekt, so jetzt mache ich ein Foto, scharf gestellt habe ich, passt. Und dann jetzt den nächsten, relativ, aufziehen. Gut, das war der erste Teil. Wir haben fotografiert und man möchte meinen, die können da eben 0,x ein paar hundert Fotos machen. In dem Moment, wo sie 36 Bilder zur Verfügung gehabt haben, war das gar nicht so leicht, diesen Film da fertig zu knipsen. Das haben sie dann schon geschafft. Kein Problem. So, Teil 1 zu Ende. Dann sind ein paar Wochen vergangen und ich muss sagen, da ich habe inzwischen recht gute Erfahrungen mit dem Foto Görner in Dresden, obwohl ich da in Österreich bin, ist das praktisch mein Fotogeschäft, das gleich um die Ecken ist, weil ich gehe da über die Straßen, schmeiße das Zeug ins Postkastel und warte dann und dann gehe ich vors Haus und dann liegen die entwickelten Filme da drinnen. Das ist tatsächlich billiger mit Versandkosten, als wenn ich das bei einem lokalen Fotolabor da entwickeln lasse. Ist er so. Gefunden habe ich den Görner, weil ich habe mal ein Fotoapparat geschenkt gekriegt, da war ein Film drinnen. Und wie ich mir den zurückgespult habe und rausgenommen habe, steht da oben C22 Prozess. Habe ich überhaupt noch nie gehört. Und was mache ich damit? Ich habe nicht gewusst, ob da was drauf ist oder nicht. Dann habe ich da bei meinem Lieblingspodcast Happy Shooting einmal die Zuhörergemeinde gefragt, ob jemand wüsste, wer sowas machen kann. Und die haben mir gleich gesagt, frag den Görner in Dresden, der kann das. Und die haben mir dann tatsächlich diesen Film entwickelt. Das ist zwar ein Farbprozess gewesen, den haben sie aber nicht mehr zusammengebracht, aber die Fotos habe ich wenigstens schwarz-weiß dann bekommen. Naja, und seitdem kriegen die meine Filme, tun die entwickeln, tun sie mit Bilder ausarbeiten. Also da bin ich recht zufrieden. Gut, Ende vom Exkurs. Jedenfalls, ein paar Wochen sind dann vergangen. Und dann habe ich zu den Kindern gesagt, wisst ihr, was gestern gekommen ist? Die Filme. Und dann haben sie sich wieder erinnert, ja, aber wie sind die gekommen? Oder sind das wieder solche Dosen? Na, da haben sie dann recht geschaut, wie ich ihnen gesagt habe, das sind die Filme. So schaut das aus. Und der erste Blick war natürlich gleich so, da, das ist ja alles, da kann man ja nichts erkennen. Also was sind denn das für komische Farben? Das ist ja alles so orange. Und das ist ja alles andersrum. Und das war dann die Erkenntnis, drum heißen die Dinger negative. Weil sie eben alle Farben und Helligkeitswerte einfach negativ, also umgedreht sind. Das war dann ein kurzer Ausflug in die Geschichte der Fotografie und Entwicklung. Dass man eben dann dieses ganze Ding nochmal machen muss mit dem Fotopapier dann. Und wenn man das dann da drauf belichtet und mit Chemie entwickelt, dann kommt man die richtigen Fotos. Aber wir werden das jetzt dann digital machen. Da habe ich mir natürlich überlegen müssen, wie mache ich das mit den Kindern, weil ich mache das normalerweise mit Darktable, nachdem ich die Fotos mit meiner Spiegelreflexkamera abfotografiert habe. Das mache ich ein eigenes Video, wie ich das dann tue, das geht auch recht leicht, dass ich die dann umwandle, aber in der Schule war das unpraktisch. Ich kann da nicht mit den 12-jährigen Kindern, die von Darktable noch nie was gehört haben, die Bildbearbeitung machen. Und da bin ich dann drauf gekommen, durch Zufall, auf diesen da, den Pictoscanner. Das ist ein lustiges Ding. Das hat 35 Euro gekostet, da habe ich mir gedacht, das gönne ich mir. Da ist nicht viel verhaut, schauen wir mal, ob das was ist. Das ist da drinnen. Dann habe ich da ein Anleitungsheft. Das ist gescheiter, stabiler Karton. Den kann man da so trennen. Okay, da sind ein paar Sachen drinnen. Und da sieht man dann schon, so schaut das aus. Da die Klappe hoch, da hat man ein Batteriekästchen. Da unten ist dann der Ein- und Ausschalter. Batterien sind drinnen und wenn man die Batterien dann drinnen hat, dann wird da dieses Fenster beleuchtet und da kann man die Negative hineinschieben und durchziehen. Dann schauen wir uns das an, das ist fast selbsterklärend, da braucht man auch keine Anleitung dafür. Hochklappen, andere Seite hochklappen und dann habe ich da so zwei so Dinge in der Mitte, die hole ich da so raus und kann ich da so ineinander einhackeln. Das war es auch schon, dann brauche ich nur mal schauen, dass die Öffnung genau über dem
über der beleuchteten Fläche ist. Fertig ist es, einsatzbereit. Das haben wir dann so hingestellt. Man ladet sich da eine App runter, Pictoscanner-App, und kann dann schlicht und einfach die Kamera vom Handy genau über das Loch legen, da unten einschalten, die Negative, nein, ich nehme da keine Baumwollhandschuhe, die Negative schiebt man da rein. Und das war's. Dann stellt man da scharf, durch Tippen auf den Bildschirm, dann drückt man ab, fertig. JPEG-Bild ist da drinnen. Man kann da die Größe verändern, welchen Ausschnitt man da haben will oder das ganze Negativ, das geht ratzfatz schnell. Und im 0,x, also Foto, zack, weiterschieben, scharfstellen, Foto, zurück, weiterschieben, scharfstellen, Foto, zurück. Also das hat wirklich ganz kurz nur gedauert, um da einen ganzen Film einzuscannen. Und ich habe das dann einfach den Kindern über unsere sozialen Medienkontakte via Signal weitergeleitet und jedes Kind hat dann die Bilder, wo es selber drauf war, gehabt. Passt. Das ist natürlich jetzt schon ganz eine andere Klasse, als wie das, wenn ich das mit der Spiegelreflex abfotografiere. Aber wenn ich da filme mit den Kindern und um das herzuzeigen, zu Hause bei den Eltern oder sonst irgendwo auf die sozialen Medien, reicht völlig. Reicht wirklich völlig. Ja, so mache ich das, Negativbearbeitung mit dem Pictoscanner. Man kann da auswählen in der App zwischen Farbnegative, Schwarz-Weiß-Negative und Dias. Funktioniert, gibt's nichts zum Sagen. Also das war der erste Teil, wie kriege ich Negative in mein Handy als Positive. Ich habe da ein paar gemacht und die hänge ich jetzt dann nach dem Nachspann, weiß ich gar nicht, wo ist der Nachspann, da oder da? Wurscht, nach dem Nachspann hänge ich jetzt noch ein paar Bilder dran, dann könnt ihr euch anschauen, wie das ungefähr ausschaut, wenn man mit dem Ding da arbeitet. Das war's.